Und jeder wartet auf das eine. Ich hab dich lieb und Langeweile. Der Applaus ist mir zu leise. Ich schreib ne Zeile und find sie scheiße. Vermisse alles, was mal war. Ich schwör, ich mach dann alles wieder gut. Fang gerade erst an, mach alles richtig. Ich werd ein guter Mann, weiß jetzt, was richtig ist. Hey. Ich wär fast erstickt, die Welt steht still und ich raste aus. Muss dir leider sagen, dass ich dir nicht mehr glaub. Dass sich die Erde dreht, ist eine Lüge. Dass du mir nicht mehr fehlst, leider auch. Bis das wieder geht, ich warte so lange drauf. Du ziehst bei mir ein und ich zieh ab. Und jeder wartet auf das eine. Ich hab dich lieb und Langeweile. Der Applaus ist mir zu leise. Ich schreib mir Zeile und find sie scheiße. Vermisse alles, was mal war. Ich schwör, ich mach dann alles wieder gut. Fang gerade erst an, mach alles richtig. Ich werd ein guter Mann, weiß jetzt, was richtig ist. Jeder wartet auf das eine. Ich hab dich lieb und Langeweile. Der Applaus ist mir zu leise. Ich schreib mir Zeile und find sie scheiße. Vermisse alles, was mal war. Ich schwör, ich mach dann alles wieder gut. Fang gerade erst an, mach alles richtig. Ich werd ein guter Mann, weiß jetzt, was wichtig ist. Da haben wir schon mal die erste Untertreibung des Abends. Der Applaus war mir zu leise. Ich habe gar keinen Applaus gehört und das liegt ganz klar an Corona. Damit übrigens herzlich willkommen zu Hause oder wo immer ihr gerade zuguckt bei wdr@philharmonie.de. Damit uns das mit dem Applaus heute Abend nicht allzu oft passiert, habe ich Applaus mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Und zwar Applaus vom Band. Achtung! Das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Leslie Suda Nandaraja und unsere heutigen Gäste aus Hannover, die Band Jeremias. Es ist so toll, ja. Es ist so toll, dass wir heute Abend für euch da sein dürfen. Auch wenn hier in der tollen Kölner Philharmonie viel zu viel Platz ist, weil keiner da sein darf. Aber wir haben ja euch daheim zu Hause. Mit euren Händen und Fingern und euren Emojis. Schickt die uns gerne einfach durchs Netz. Die Begeisterung kommt dann irgendwann auch hier unten in der Philharmonie in Köln an. Das ist ja alles unter Tage. Wir sind ja quasi im Keller. Wer schon mal hier war, tolles Gebäude und heute ein toller Abend. Was wird passieren? Wir teilen den Abend auf in zwei Teile. Im ersten Teil gibt es Musik von Jeremias zusammen mit dem WDR Funkhausorchester. Und im zweiten Teil können die Jungs sich dann gemütlich hier in die Sessel flitzen und eine Tüte Chips aufmachen. Dann heißt es nämlich, wünsch dir was und das Funkhausorchester spielt die Musikwünsche von Jeremias. Wir quatschen gleich mit der Band und hören jetzt erstmal mehr Musik, nämlich Lass dich!
Ich klaue Flaschen aus dem Backstage, weil ich weiß, dass du Fritz Cola Zero Zucker so sehr machst. Vielleicht aber weniger den Lifestyle. Bin oft nicht da, ich vergesse so viel, was du sagst, ja, ja. Ich hab das lange schon gespürt. Wenn du sagst, du musst gehen, du kannst mich nicht mehr berühren. Ich bin der Letzte, der die Tür versperrt. Bitte geh, bitte geh, ich will dich nicht sehen. Ich lass dich, lass mich, weil immer was Neues kommt. Baby, los, flieg hoch, lass los, auch wenn mir nicht wiederkommt. Bleibst du hier, ich bei dir, auch wenn mir nicht wiederkommt. Bleibst du hier, ich bei dir. Tut fast gar nicht mehr weh. Würd mich das nie trauen, aber bin so dankbar, dass du gehst. Bin harmoniebedürftig, hasse jede Dissonanz. Wir sind schief, wir sind gebrochen, das wird nie wieder ganz. Ich lass dich, lass mich, weil immer was Neues. Auch wenn mir nicht wiederkommt, bleibst du hier, ich bei dir. Auch wenn mir nicht wiederkommt, bleibst du hier, ich bei dir. Auch wenn mir nicht wiederkommt, bleib mir nicht weiter, bleib mir nicht weiter. Ich hab dich so gern, ich lass dich sogar gehen. Schau, schau, ich hab dich so gern, ich lass dich sogar gehen. Schau, schau, ich hab dich so gern, ich lass dich sogar gehen. Schau, schau, ich hab dich so gern, ja. Ich lass dich sogar gehen. Schau, schau, ich hab dich so gern. Ich lass dich sogar gehen, schau, schau. Ich hab dich so gern, ich lass dich, ich lass dich, ich lass dich, ich lass dich, ich lass dich. Ich lass dich sogar gehen. Ich lass dich sogar gehen, ciao, ciao. Ich hab dich so gern, ich lass dich. Vielen Dank. Noch ein paar einladende Worte. Wir sind Jeremias. Das ist eine Riesenehre für uns, heute hier sein zu dürfen. Wir sind in Köln, in der Kölner Philharmonie und spielen für euch ein paar Songs. Ich möchte Christian Dellacher beim Namen nennen. Der gute Mann hat für uns die Arrangements geschrieben. Und sowieso ist es krass, einfach in so einer Zeit wie dieser. Ich glaube, ich spreche für alle Musiker, egal ob Pop oder Klassik oder Jazz oder was auch immer. Wir leiden sehr darunter und umso mehr erfreut es uns, einfach die letzten 3 Tage hier gewesen zu sein und Musik machen
gekonnt zu haben. Ich glaube, das war richtiges Deutsch, ich bin mir nicht ganz sicher. Der nächste Song heißt Keine Liebe und ist ohne Orchester, nur mit Band. Bitte sehr. Keine Liebe mehr für dich, sagt mein Kopf, doch mein Herz pocht noch. Akzeptiere nicht, rebelliere gegen mich. Sorry für den Kitsch, zu zerbrechlich, seit du weg bist. Hey, in Liebe ich, mach bitte weiter, zieh mich aus, nie wieder. Nähe und Vertrauen fühlen sich gerade viel zu gut an, um das nicht zulassen zu wollen. Und du bist noch sehr. Ja, bist mir viel zu nah. Oh, wie sehr ich das mag. Und du bist noch da. Ja, du lachst und ich schein. Oh, wieso das nicht reicht. Ich bin ja viel zu eingeengt. Ich kenn das alles viel zu gut. Mm-mm. Auf diesen Straßen in dem Haus habe ich geschrien, geweint vor Wut. Yeah, yeah. Ich reserviere mich für dich, vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann dann. Safe alles, was ist, und wir fangen später wieder an. Ich sitz im Zug, fahr aus der Nacht in den Tag, Richtung da, wo du niemals warst. Und du bist noch da. Ja, bist mir viel zu nah. Oh, wie sehr ich das mag. Funkhaus Orchester, Jeremias, 1 Live WDR. Mama, ich bin nicht zu Hause.
Mir ist auch nicht kalt, mir ist auch nicht kalt. Und wie in Oyanko ist die Farbe, die mein Leben malt, die mein Leben malt. Und Fernweh steht auf einer Seite, zieht mich zu sich hin, zieht mich zu sich hin. Und Heimweh auf der anderen Seite hält mich, wo ich bin, hält mich, wo ich bin. Alles gibt sich von allein und zeigt sich doch so leicht, so leicht. Alles gibt sich von allein und zeigt sich doch so leicht, so leicht, so leicht. Mama, ich bin nicht zu Hause. Daumen träum ich Tag ein, Tag aus. Theatralik, ich lasse mich gehen. So young and wild and free. Auf reiner Snoopin' with Galiva. Und Party, Katz, versperren die Straße. Ich lauf im Kreis, ich lauf im Kreis. Wenn's dich in den Fisch, bleibt draußen alles ruhig. Oh mein Gott, ich bin mit Prison Break durch. Alles gibt sich von allein und zeigt sich doch so leicht, so leicht. Alles gibt sich von allein und zeigt sich doch so leicht, so leicht, so leicht. Zeigt sich doch so leicht. Zeigt sich doch so leicht, so leicht, yeah. Alles gibt sich von allein und zeigt sich doch so leicht, so leicht, so leicht. Jeremias und alles. Da klatscht sogar das WDR-Funkhausorchester. Dankeschön. Männer, es ist eine große Freude, das Netz ist jetzt schon begeistert. Im Chat gibt es so Kommentare wie ganz viel Liebe statt keine Liebe. Oder Jackie Michalik hat geschrieben, die Kombi aus Jeremias und dem Orchester, einfach nur Herzchen. Süße. Oh, toll. Alles richtig gemacht. Jonas am Schlagzeug, Olli an der Gitarre, Ben am Bass und Jeremias an der Stimme, kann man sagen. Ihr seid Jeremias, kommt aus Hannover und seit dem Augenblick muss man einfach sagen, heißer Scheiß. Alle jungen Radios von der ARD finden euch mega gut. Die haben euch auf die New Music Hotlist gepackt. Wer da drauf steht, dem wird vorausgesagt, dass er in diesem Jahr ganz groß durchstarten kann. Ich sag mal, viel besser durchstarten als hier. Geht ja wohl gar nicht, oder? Das stimmt, ja. Sag mal, jetzt habt ihr euch für dieses Orchester entschieden an diesem Abend. Klassische Musik ist normalerweise bei Leuten in eurem Alter jetzt nicht so supi on vogue. Warum ist das bei euch so? Liegt zum größten Teil an Mama und Papa, kann man nicht leugnen. Weil? Dort viel musiziert wurde, viel Musik abgespielt wurde, auch klassische Musik oder sagen wir gerade klassische Musik. Ja, Vater spielt Geige, Mama spielt Klavier, von den Jungs sind auch gut, auch nicht. Meine Eltern machen das und... Aber trotzdem, wir sind alle sehr früh mit Musik in Kontakt gekommen und auch gerade klassischer. Jonas, wann hörst du klassische Musik als Schlagzeuger? Unterschiedlich, aber auf jeden Fall so, wenn ich auf dem Weg bin im Auto zum Proberaum. Echt? Ja. Was läuft da? Zuletzt Tosca. Oh, guck mal, hier glänzen plötzlich Augen von der ersten und der zweiten und der vierten und der siebten Geige. Gibt es so viele Geigen? Nein, gibt es nicht, ne? Gut. Aber es ist toll, dass ihr heute Abend hier seid und es ist toll, dass ihr so viele, viele Fragen stellt im Chat. Es kam nämlich schon die Frage, Jeremias, wie kam es dazu, dass ihr eine Band gegründet habt? Kurzform würde mir reichen heute Abend. Ja, Kurzform 2015 habe ich Oliver auf einer Geburtstagsparty kennengelernt. Ich habe schon früh Songs geschrieben, Olli hat auch Songs geschrieben, dann haben wir zusammengetan und über Freundeskreise und
Über mehrere Jahre kam dann als erstes Ben 2017 dazu und ganz final 2018 im Februar, der 16. Februar war es, meine ich, unsere erste 12. Probe. 12. Februar. Unsere, ist wie Hochzeitstag. Ja, safe, ja, deswegen wissen wir das. 12. Februar, die erste Probe mit Jonas. Hast du auch so einen Ring und das Datum ist da drin? Nein. Nee, aber ich habe ein Tattoo. Wirklich? Vom Datum? Nee, vom Datum nicht. Ach, nee. Und Band-Tattoo. Ja, aber der Rest ist Geschichte. Kaum wart ihr zusammen, wart ihr 3 Wochen später auf Tour. Und wir machen einfach weiter mit Musik von euch. Es gibt jetzt Schon okay. Schon okay, richtig. Danke. Ja. Alles, was du brauchst, ich meine, heute ist Black Friday. Alles raus, alles für lau. Hab jede meiner Schwächen tief in meinem Schatten versteckt. Hab meinen Charakter und den Kaffee für uns beide aufgesetzt. Ist schon okay. Ich klaue Blumen und schenk sie dir. Hey. Und wenn du willst, dann geh mit mir. Hey. Oh Baby, ich seh still aus meinen Gier. Ich nehm alles in Kauf, ich bin süchtig nach deinem Atem, deiner Stimme, deiner Haut, ja. Du pumpst jede Woche und mein Ego weiter auf. Ich werde stolz und betrunken laut, ja. Ist schon okay. Ich klaue Blumen und schenk sie dir, hey. Und wenn du willst, dann geh mit mir, hey. Oh Baby, ich steh los, mein Gier. Ich will eingefallen und dir noch mehr. Nimm die Blumen und gib sie bitte nie mehr wieder her. Bin echt so lang wach, mir geht's gut, ja ich lach. Und du guckst und ich tu so, als wenn das gar nichts mit mir macht. So viele Möglichkeiten, die laut in meinem Kopf passieren nicht. Hab keinen Willen, will nur küssen, will nie wieder was verlieren. Ist schon okay. Ich klaue Blumen und schenk sie dir, hey. Und wenn du willst, dann geh mit mir, hey. Und baby, ich steh bloß meinen Gier. Mit dir, ich steh bloß meinen Gier, hey. Ja, ich steh bloß meinen Gier. Dankeschön, vielen Dank. Gerade so betäubt. Ist der Schmerz schon vorbei oder fange ich erst an zu bereuen?
war noch nie so schlecht im Alleinesein. Die Stille, sie kreist, sie ist die einzige, die bleibt. Ich will, dass du den Raum füllst, macht keinen Sinn, dass ich alleine bin. Ich weiß ja nicht mal wohin mit mir. Haben Scherben hinterlassen, meine Füße bluten und ich renn. Du packst den Sitzstoff ein, ein Buch, ein Shirt, ein Hemd. Mehr hab ich nicht von dir, jetzt bist du weg und wirst mir fremd. Ich will, dass du keinen Sinn, dass ich alleine bin. Ich weiß ja nicht mal wohin mit mir. Ich will, dass du den Raum füllst, macht keinen Sinn, dass ich alleine bin. Ich habe eine Gänsehaut, Leute. Voll gut. Ich glaube, Jeremias, habt ihr selbst eure Songs noch nie gehört. Das WDR Funkhausorchester. Was für ein schöner Abend jetzt schon. Und jetzt wird es für euch zumindest entspannt, denn jetzt eröffnen wir die Abteilung Wünscht dir was. Vorher möchte ich ganz kurz einen Preis verleihen und den Preis für die bestgeputztesten Schuhe. Leslie, unser Dirigent. Das ist ja, du brauchst ja zu Hause keine Spiegel. Du kannst dich da ja morgens drin, kannst dir gucken, Haare sitzen, gehe ich zur Arbeit. Toll. Also, das WDR Funkhausorchester und jetzt kommen wir zu euch. Jonas, Licht auf dich. Spotlight. Funktioniert. Sehr gut. Hi. Jonas, es gibt erst ein paar Fragen, bevor es deinen Musikwunsch an das Orchester gibt, okay? Ja. Die erste Frage ist ein bisschen musikphilosophisch. Ich hoffe, du hast eine Antwort. Ja. Welche Soße zu den Pommes möchte Wang wissen aus dem Chat? Weiß. Mayo. Ja. Ja. Dann die Frage, wie fanden es deine Eltern, als du ihnen gesagt hast, ich möchte Schlagzeug lernen?
Ich glaube, die fanden es okay. Ja. Also ich hab vorher Blockflöte gespielt und irgendwann kam der Punkt, wo ich dann nicht mehr so Bock drauf hatte und ich habe auch lange gespielt, ich glaube 6 oder 7 Jahre. Ja, und dann wollte ich Schlagzeug spielen. Kurze Frage, kurze Frage ans Orchester, wer von euch hat mit Blockflöte angefangen? Ah. Ich musste Klarinette spielen, das war auch nicht schön. Doch, Klarinette ist ein tolles Instrument. Ist ein tolles Instrument. Wenn man muss schnelle Finger haben, bin leider zu langsam. Das war mein großes Problem. Jonas, wir kommen zu deinem Musikwunsch. Ich hoffe, du hast gut überlegt, was du heute Abend hören möchtest. Ja, ich wünsche mir von Howard Shore die Filmmusik Concerning of the Hobbits aus Der Herr der Ringe. Weil du der Kleinste in der Band bist, oder? Auch, aber also vorwiegend, weil ich die Filmmusik liebe. Und ich die bisher immer nur auf dem Fernseher hören konnte und ich mir eigentlich schon immer mal gewünscht habe, das von einem Orchester zu hören. Und ich bin sehr gespannt. Und nicht umsonst heißt es, beim WDR und 1 Live sitzt man in der 4. Reihe. Also näher ran kommt man an so ein Orchester in diesen Zeiten fast gar nicht. Ja. Wir schließen alle die Augen und sehen behaarte Hobbitfüße zu den Klängen des WDR-Funkhausorchesters. Große Filmmusik aus Hollywood, aus der Philharmonie in Köln von WDR Funkhausorchester. Wenn ihr euch zu Hause fragt, wie heißt der Flötenschlumpf beim WDR Funkhausorchester, es ist Andy. Was war das für eine Flöte? Eine Piccolo oder was? Das ist eine Tin Whistle. Richtig. Irland. Ja. Aus Irland? Irland. Guck mal eine an.
meine Damen und Herren. Bildungsauftrag für heute erfüllt. Wir machen weiter mit den Wünschen von Jeremias. Und Ben darf sich was wünschen. Der Mann vom Bass. Vorher gibt es kurz ein paar Infos aus dem Chat. Gerne. Isabel zum Beispiel hat geschrieben, sie tanzt die ganze Zeit durchs Zimmer. Ja, ich auch. Ist geil, oder? Dann hat Veronika geschrieben, ihr studiert ja nebenbei noch. Kann man kurz sagen, ich glaube, 2 oder 3 von euch studieren Musik an der Musikhochschule. Ja, derzeit 2. In Hannover, ne? Genau. Seid ihr an der Uni schon der Star, möchte sie wissen. Nee. So oft bin ich nicht da, dass das Ding. Und die Frage, wenn ihr jetzt als Band unterwegs seid, verbringt ihr ständig Zeit zusammen? Ja, safe. Die ganze Zeit, jede Sekunde. Ihr wisst, dass ihr es die nächsten 40 Jahre noch zusammen aushalten müsst. Deswegen muss man sich gut verstehen. Und das funktioniert? Ich denke schon. Tipptopp, ist auch mein Eindruck der letzten Tage. Ben, wir kommen zu deinem Musikwunsch. Es ist auch irgendwas, was man auf dem Fernseher gucken kann? Yes. Nämlich? Game of Thrones. Wegen Blut und wegen der Brüste oder warum? Nee, wegen meinem Bruder. Ja, weil? Ich habe mit meinem Bruder das früher immer geguckt. Okay. Grüße an meinen Bruder, wenn er zuguckt. Wie heißt der? Aaron. Aaron. Kennt Aaron schon das große Staffelfinale von der letzten Folge? Ich hoffe nicht. Und ich hoffe auch nicht die ganze Staffel, weil ich will das mit ihm zusammenschauen. Wo ist die Kamera? Nicht gucken. Nicht gucken. Aaron. Nicht gucken, sondern jetzt lieber genießen. Das WDR-Funkhausorchester spielt die Serienmelodie von der erfolgreichsten Serie aller Zeiten. Game of Thrones. We'll be right back.
ist so toll. Was werden Serien oder große Hollywood. Für mich ist es auch schon siebte Stunde. Was wären so Serien oder große Hollywood-Blockbuster ohne klassische Musik, oder? Und es ist so toll, neben euch den Streichern zu stehen, direkt, weil das klingt wirklich so schön. Bei mir in der Nachbarschaft, in der Straße, im Haus gegenüber, hat jetzt so ein kleines Mädel angefangen, Geige zu spielen. Das klingt nicht immer so schön. Kann man da sagen, irgendwann, wenn es 2 Jahre lang quietscht, vielleicht ein anderes Instrument probieren? Ja, sollte man noch 2 Jahre? Gut, dann hat sie noch einen Sommer Zeit. Also, wir geben die Hoffnung nicht auf und machen weiter mit der Abteilung Wünsch dir was. Olli, yes. Gitarrist bei Jeremias, ist dran. Erstmal mit dem Beantworten von Fragen aus dem Chat. Unbedingt. Six Miles Deep würde gern wissen, wenn du mit einer Person aus dem Orchester das Instrument tauschen müsstest, welches wäre es dann? Harfe auf jeden Fall. Ich finde Harfe wunderschön. Also diese vielen Saiten würden mich maximal überfordern, aber ich finde es wunderschön. Ist auch praktisch zu transportieren. Absolut. Easy. Christoph fragt, wer hat euch, in Klammern diesen Diamanten, Klammer zu, eigentlich entdeckt? Jeremias. Wer hat uns entdeckt? Nee. Keine Ahnung. Gab es einen Entdecker? Habt ihr euch selbst entdeckt? Nee, es gab einen Entdecker. Oh doch. Namentlich Jonas Wirth. Jonas Wirth ist jetzt unser bester Freund und war damals, hat sich als Booking-Agent im Prinzip vorgestellt und ist jetzt unser Manager. Und mit dem begann alles, kann man so sagen, ja. Krass. Kira fragt, wo wir schon dabei sind, ich hoffe, das artet jetzt nicht in Streit aus. Wann kommen neue Songs oder sogar ein Album? Würde sie riesig freuen. Wir hatten vorgestern ein Interview mit 1Live und da habe ich das dummerweise schon geteasert. Aber hier mache ich den Fehler nicht noch einmal. Wird es noch 2021? Ja. Safe. Okay. So, Olli, zurück zu dir. Yes. Und deinem Musikwunsch an dieses tolle WDR-Funkhausorchester. Was sollen die jetzt für dich spielen? Ja, ich würde mich wahnsinnig über Moon River von Henry Mancini freuen. Ich weiß aber auch nur, dass Henry das geschrieben hat, weil ich das bei Wikipedia nachgeschaut habe, muss ich fairerweise dazu sagen. Ich musste auch gucken, man kennt diese Melodie. Ich wüsste nicht mal, aus welchem Film das ist, aber es ist natürlich auch aus irgendeinem Kinofilm, ne? Ja, Breakfast at Tiffany's, weiß ich auch nur von Wikipedia. Weil der auch schon 500 Jahre alt ist. Wer von euch hat den gesehen? Ja. Ist das was für Sonntagnachmittag Netflix? Ja? Breakfast at Tiffany's. Merken Simon, wir beide, du und ich, morgen. Genau. Aber mit Abstand, mein Lieber. Nein, auf jeden Fall. Moon River, jetzt in der Version des WDR-Funkhausorchesters.
Habe ich aber gerade bei der Querflöte und bei der Oboe ein paar beseelte, verliebte Blicke gesehen, oder? Das war schön. Moon River, das WDR Funkhausorchester. Und das Schöne ist, dass so ein Abend wie dieser in dieser Zeit einfach stattfinden kann. Ne? Da draußen tobt Corona einfach weiter und das WDR Funkhausorchester ist einfach hier in der Philharmonie. Das geht nur, weil man sich hier an ganz strenge Hygiene- und Sicherheitsstandards hält. Und dazu gehört auch dieses Geräusch. Das ist nämlich das Geräusch, wenn ein Klavier desinfiziert wird. Diese ganzen kleinen weißen und schwarzen Tasten werden jetzt einmal schön von Aerosolen befreit, damit Jeremias gleich solo an diesem Flügel spielen kann. Wie viele Tasten hat so ein Flügel? Dauert das? 88. Und jeder einzelne wird mit Liebe desinfiziert. Applaus bitte. Danke. Das ist wirklich toll. Ist safe, ist freigegeben? Ja? Toll. Jeremias, dann wäre das jetzt deine Möglichkeit, dich zu diesem Tasteninstrument zu bewegen. Ich weiß, dass du mir mit leuchtenden Augen erzählt hast, zu Hause steht in deiner Bude nur ein kleines E-Piano und dich an so einen großen Flügel zu setzen, ist was ganz Besonderes, weil, ich zitiere, der Hammeranschlag da ein ganz anderer ist. Der Mann kennt sich aus, aber das hört man natürlich. Meine Damen und Herren, Jeremias Solo quasi für das Funkhausorchester am Klavier. Grüne Augen lügen nicht. Was soll mir die Zeit jetzt weiterhelfen, wenn es das ist, was ich gar nicht brauch? Ich will der Grund sein für dein strahlender Augen, für die Falten, wenn du lächelst auch. Ich schau mir Dokus an aus Langeweile. Ich hätte lieber dein Gesicht vor mir. Wir rauchen Zigaretten auf der Sex and years in meine Dachgeschosswohnung. Haus Nummer 4. Und grüne Augen lügen nicht. Ich sehe dich gerade, ich sehe dich gerade nicht. Und grüne Augen lügen nicht. Vor Stagnation, hab Angst vor Stillstand, Angst vor zu viel Raum in meinem Kopf. Und gib mir letztes Jahr zur selben Uhrzeit. Und gib mir deine Lippen und dein Duft.
ich grenze, würde ich lassen. Oh Baby, leg dein Kopf in meinen Arm. Wieso hat jedes Kennzeichen dieser fucking Stadt die Anfangsbuchstaben unserer Namen? Ja. Und grüne Augen lügen nicht. Ich seh dich gerade nicht. Sieh dich gerade nicht. Und grüne Augen nicht. Und grüne Augen nicht. Ich seh dich gerade nicht. Sieh dich gerade nicht. Da klatscht das ganze Orchester zurecht. Jeremias, grüne Augen lügen nicht, live gesungen am Klavier, wie überhaupt alles heute Abend, was ihr zu Hause bei euch auf dem Rechner, auf dem Tablet oder auf dem Handy seht, live gespielt ist und live kommentiert wird von euch im Chat. Übrigens, wenn es euch interessiert, ein paar Kommentare. LL schreibt, also wenn Jeremias nicht mega fame werden, dann drehe ich durch. Dann Anne, großes Lob, dass man auf die Idee gekommen ist, euch mit diesem Orchester hier in die Philharmonie zu stecken. Vanessa schreibt, nicht nur unglaublich schöne Musik, sondern auch unglaublich sympathische Menschen. Ich glaube, damit meint sie euch auch. Und die Idee von Mara Lisa da Silva, ob ihr nicht ein Orchesteralbum rausbringen könntet oder zumindest diese Aufnahmen irgendwo ins Netz stellen könnt. Ich glaube, letzteres macht der WDR. Ja, glaube ich auch. Und ja, Orchesteralbum, man hat die nächsten 40 Jahre noch Zeit, ne? Also, Leslie, du hättest, wärst dabei. Ich sage euch nachher, wo ihr dieses Konzert später im Netz gucken könnt. Wir machen jetzt erstmal weiter mit einem Song. Da habt ihr lange überlegt, ob ihr den spielen sollt, weil es ein Cover ist. Ist ein Cover. Aber es ist ein Cover von einem, wie ich finde, der schönsten Songs überhaupt. Ist eine, ja, man kann ruhig sagen, schnulzige Nummer, die auch mal auf einer Hochzeit läuft. Auf meiner zum Beispiel. Ja? Ja. Ja. Ey, komm, was wird denn da gelacht? Besame Mucho ist ja wohl ein knaller Titel, oder? Der ist doch für einen Engtanz wie gemacht. Sagt man noch Engtanz im Jahr 2021? Ich weiß es nicht. Jeremias, warum dieses Cover? Besame Mucho, wie gesagt, einzigstes Cover, was wir haben. Zum einen, weil es schön ist und weil die spanische Sprache auch nicht so weit herrührt, da meine Mama aus Paraguay kommt und ich zweisprachig groß geworden bin. Deswegen, wenn man schon ein Cover macht, dann ein nicht deutschsprachiges. Also, dann Dos Cervezas, por favor, und Besame Mucho! Bésame,
tus ojos verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Thank you.
Wetter fein, wenn Blätter fallen, bist du dann immer noch dabei? Wenn Blätter fallen, wenn Blätter fallen, bist du dann immer noch dabei? Wenn Blätter fallen, wenn Blätter fallen, bist du dann immer noch dabei? Wenn Blätter fallen, wenn Blätter fallen, bist du dann immer noch dabei? Ich bin ein bisschen müde, ein bisschen abgefuckt. Mein Leben dreht sich nur um den Tag und um die Nacht. Ich rauch und vertrinke, wofür man eigentlich lebt. An allem kann auch sterben, wer die Runde versteht. Ich denk mir Sachen aus, erzähl Geschichten aus der Welt. Und ich warte auf meine Krone, die dem Himmelszelt entfällt. Ich will die ganze Welt, doch eigentlich auch nur zu dir. Kann nicht mehr haben, was ich will, und will nicht, was ich hab verlieren. Tausend Fragen, tausend Bitten, die ich mir aus der Kehle schreie. Wenn Blätter fallen, wenn Blätter fallen, bist du dann immer noch dabei? Wenn Blätter fallen, wenn Blätter fallen, bist du dann immer noch dabei? Oh, ich würde so gern lügen, doch weiß nicht, wie das geht. Bin vogelfrei, doch kann ich fliegen, was mich tagtäglich quält. Bin viel zu theatralisch bei Liebe und Musik und zu sensibel und besessen, was mir leider zu gut steht, yeah. Ich brauche nur einen Wagen, der mir sagt, wohin es geht, und einen Ort, wohin ich kann, wenn sich allzu viel bewegt. Ich will die ganze Welt, doch eigentlich auch nur zu dir. Kann nicht mehr haben, was ich will, und will nicht, was ich hab verlieren. Tausend Fragen, tausend Bitten, die ich mir aus der Kehle schreie. Wenn Blätter fallen, wenn Blätter fallen, bist du dann immer noch dabei? Wenn Blätter fallen, wenn Blätter fallen, bist du dann immer noch dabei? Wenn Blätter fallen, wenn Blätter fallen, bist du dann immer noch dabei? Ich bin ein bisschen müde, ein bisschen abgefuckt. Mein Leben dreht sich nur um den Tag und um die Nacht. Ich rauch und vertrinke, wofür man eigentlich lebt. An allem kann auch sterben, wer die Ironie versteht. Ich denk mir Sachen aus, erzähl Geschichten aus der Welt. Und ich warte auf meine Krone, die dem Himmel zählt entfällt. Ich will die ganze Welt, doch eigentlich auch nur zu dir. Jeremias und das WDR Funkhausorchester mit Wenn die Blätter fallen, bist du dann noch dabei? Die Antwort lautet ja. Das war grandios. Das war WDR at Philharmonie. Das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Leslie Sudananda Raja. Ja, ich hab's. Und Jeremias aus Hannover. Danke fürs Zuschauen. Dieses Konzert gibt es in den nächsten Tagen noch mal zu sehen auf musikvermittlung.wdr.de. Das war's aus der Philharmonie in Köln. Ich bin Simon Beek. Gute Nacht. Ciao.